Alle Gegenstände um uns herum senden Licht aus. Und damit ist nicht das Licht gemeint, das die Gegenstände reflektieren, weil sie beispielsweise von der Sonne angestrahlt werden oder von einer Lampe. Diese Gegenstände senden auch bei völliger Dunkelheit eigenständig Licht aus. Warum bemerken wir davon normalerweise nichts? Nun, es ist so, dass sowohl die Stärke als auch die Farbe dieses ausgesandten Lichts hauptsächlich von der Temperatur abhängen, welche der Gegenstand hat. Daher heißt dieses Licht Temperatur oder Wärmestrahlung. Außerdem wird die Farbe von Licht durch die Wellenlängen bestimmt, welche das Licht hat. Um das zu illustrieren, beginnen wir doch mal mit der Sonne. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von etwa 5500 Grad Celsius. Sie strahlt sehr stark mit rund 63.000 Kilowatt pro Quadratmeter ihrer Oberfläche und sendet Licht hauptsächlich in einem Wellenlängenbereich aus, in dem das menschliche Auge empfindlich ist, und wir nehmen dieses Licht als weißes Licht wahr. Das Sonnenlicht ist also nichts anderes als Temperaturstrahlung der sehr heißen Sonne. Etwa 1500 Grad Celsius heißes flüssiges Metall strahlt nur noch mit 1% der Sonnenstärke und hat schon eine leicht gelb-rötliche Farbe. Bei 800 Grad Celsius hat man Rotglut und die Strahlungsstärke nimmt noch einmal um etwa 85% ab. Man sieht, dass die Stärke der Temperaturstrahlung stark abnimmt und die Farbe sich von weiß nach rot verändert. Bei unter 400 Grad Celsius liegt die Wellenlänge der ausgesandten Temperaturstrahlung, das heißt die Lichtfarbe, in einem Bereich, für den das menschliche Auge nicht mehr empfindlich ist. Die Temperaturstrahlung ist also unterhalb von 400 Grad Celsius unsichtbare Infrarotstrahlung. Zudem hat die Strahlungsstärke gegenüber der Rotglut noch einmal um etwa 85% abgenommen. Man sieht also von dem Licht der Gegenstände um uns herum deshalb nichts, weil diese Gegenstände meistens keine 400 Grad Celsius heiß sind und daher unsere Augen für dieses ausgesandte Infrarotlicht nicht empfindlich sind. Die menschliche Haut hat normalerweise eine Temperatur von etwa 32 bis 34 Grad Celsius. Sie strahlt also im Infrarotbereich und zwar mit einer Stärke von etwa 0,5 Kilowatt pro Quadratmeter. Das ist zwar nur noch ein halbes Prozent im Vergleich zur Rotglut, aber bei durchschnittlich etwa 1,7 bis 1,9 Quadratmeter Hautoberfläche gibt der menschliche Körper permanent etwa 1 Kilowatt an Temperaturstrahlung ab. Das ist noch erstaunlich viel. Immerhin hat ein üblicher Wasserkocher auch etwa nur 2 Kilowatt. Gleichzeitig nimmt der Körper aber auch von der Umgebung Temperaturstrahlung auf. Wie viel genau hängt von der Umgebungstemperatur ab? Tatsächlich ist der Überschuss an Temperaturstrahlung, den der menschliche Körper unter normalen Bedingungen abgibt, einiges weniger als 1 Kilowatt. Infrarotlicht ist zwar für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber eine Infrarotkamera ist für Infrarotstrahlung empfindlich. Und damit kann die vom Körper abgegebene Infrarotstrahlung sichtbar gemacht werden.